Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute geht es bei uns um den Islam. Genauer, wie im Namen des Islam radikal-islamische Gruppierungen unsere Gesellschaft bedrohen. Mein Kollege Helmut Fink unterhielt sich über dieses Thema mit Professorin Dr. Susanne Schröter. Susanne Schröter studierte Ethnologie, Soziologie, Politikwissenschaften und Pädagogik an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Sie lehrte und forschte unter anderem an der University of Chicago und der Yale University, wurde 2004 Inhaberin des Lehrstuhls für Südostasienkunde an der Universität Passau und 2008 auf die Professur für Ethnologie kolonialer und postkolonialer Ordnungen und an die Goethe-Universität Frankfurt berufen. Dort war sie 11 Jahre lang Principal Investigator im Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen und leitet seit 2014 das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Sie ist neben anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten Vorstandsmitglied des Deutschen Orientinstituts, Senatsmitglied der Deutschen Nationalstiftung und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundeszentrale für politische Bildung. Seien Sie gespannt auf das Gespräch. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Heute im Cortices-Podcast Susanne Schröter, Professorin für Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Frau Schröter, herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Sie sprechen heute in Fürth über den Einfluss radikal-islamischer Gruppen in Deutschland und ja auch die Gefahren für den gesellschaftlichen Frieden und Zusammenhalt, die davon ausgehen. Ich darf gleich mitten ins Thema gehen. Sind die Fehlentwicklungen in diesem Bereich denn nicht unterdessen von der Politik erkannt worden? Das kommt ja doch in den Medien immer wieder vor. Wird das nicht schon korrigiert? Also ich denke etwa an die Zusammenarbeit mit DITIB und auch die Suche nach Ansprechpartnern für den Islamunterricht an Schulen oder auch die problematische Unterstützung der Hamas. Das ist doch im öffentlichen Bewusstsein schon vorhanden. Muss man da noch aufklären und warnen? Also ich würde mich sehr freuen, wenn die Politik das endlich erkannt hätte. Ich wundere mich, dass nach so viel Aufklärung tatsächlich sehr wenig passiert ist. Sie haben jetzt gerade die Zusammenarbeit mit der DITIB genannt. Die geht munter weiter, ja, und zwar in allen Ländern und entweder mit der DITIB alleine, wie in Hessen, oder die DITIB in einem Verbund mit mehreren anderen islamischen Organisationen. Die meisten von denen sind in der Regel islamistisch. Und also ich persönlich kann mich erinnern, dass ich seit Jahren Vorträge vor Politikern halte, dass ich gezielt in Arbeitsgruppen eingeladen werde, um darüber aufzuklären. Das tue ich dann auch. Und was dann passiert, ist einfach nichts. Ja, einfach schlicht und ergreifend nichts. Man führt die Kooperation weiter, auch im Bereich des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts, wo das ja noch fataler ist. Da holt man sozusagen Verbände, islamistische Verbände an die staatlichen Schulen und unterrichtet dann, lässt dann quasi in deren Geist auch unterrichten. Da müssen alle Lehrer, müssen die sogenannte Ijaza bekommen. Das ist die Lehrerlaubnis von islamischen Verbänden. Und dadurch haben die natürlich einen enormen Einfluss auf das Lehrpersonal. Und von daher kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass sich irgendetwas bewegt. Und vielleicht gehen wir nochmal zurück. Also wer sind eigentlich die Gruppen? Wer ist beispielsweise die DITIB? Ja. Weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Die meisten wissen schon irgendwie was, aber vielleicht auch nicht so furchtbar genau. Die DITIB ist strukturell und finanziell und personell und ideologisch nichts anderes als die Auslandsdependance des türkischen Religionsministeriums. Türkische Religionsministerium ist die größte Behörde mit wahnsinnig vielen Mitarbeitern, mit viel Geld ausgestattet. Und der Leiter wird unmittelbar vom türkischen Präsidenten ernannt. Und ursprünglich war mal die DITIB eine Einrichtung des laizistischen türkischen Staates. Atatürk hat die Türkei, die postkoloniale, also postosmanische, muss man sagen, postosmanische Türkei, ja als laizistischen Staat verfasst, weil er der Ansicht war, dass die religiösen Orden zu viel Macht haben und
dadurch auch der Moderne entgegenstehen. Moderne war für ihn verbunden mit Rationalität, mit Bildung, Bildung auch für Frauen, Emanzipation für Frauen. Er hat relativ schnell das islamische Familienrecht ausgehebelt und die Frauen konnten in der Türkei, das weiß übrigens kaum jemand, sehr viel früher wählen, aktives und passives Wahlrecht, als in vielen europäischen Ländern. Also wenn man sich mal anschaut, so auf der internationalen Ebene, dann war beispielsweise die Türkei sehr, sehr fortschrittlich, lange Zeit lang, allerdings unter der Herrschaft eines Autokraten. Also Atatürk war jetzt kein ausgemachter Demokrat, das kann man wirklich nicht sagen. Aber es war ein säkulares Programm. Es war ein säkulares Programm und das, da muss man tatsächlich sagen, bis auf die Minderheiten, die davon überhaupt nichts hatten, aber die Frauen und diejenigen, die bildungsbeflissen waren, die haben sehr viel davon gehabt und das war auch erstmal ein Erfolgsmodell. Die religiösen Gruppen, die Atatürk kaltgestellt hat, vor allem die religiösen Orden, haben natürlich versucht, auch in der Halblegalität zu überleben. Und das ist ihnen ganz gut geglückt, muss man sagen. Und die DITIB ursprünglich war eigentlich eine Institution, um den politischen Islam unter Kontrolle zu halten. Der sollte eigentlich ein Instrument des Staates sein, damit diese laizistische Staatlichkeit, damit die funktioniert und man nicht gleich wieder von diesen Orden überrumpelt wird. Allerdings ist vor allem nach dem Tod Atatürks ist das ganze System zunehmend erodiert und die islamistischen Kräfte sind immer stärker geworden und dann letztendlich mit dem jetzigen Präsidenten Erdogan, der aus einer streng islamistischen Gruppe kommt, da ist die nicht die Re-Islamisierung, würde ich sagen, sondern die Wiederkehr des Islamismus plötzlich gefördert worden, staatlich gefördert worden und wurde politisches Programm. Und in dem Moment hat sich auch die DITIB verändert. Die DITIB ist plötzlich aus einer semisäkularen Behörde, ist sie, oder die Diyanet, die türkische Religionsbehörde, nicht die DITIB, die Diyanet, die türkische Religionsbehörde, aus einer semisäkularen Rolle zu einem politisch-islamistischen Akteur geworden. Und so ist das letztendlich auch dann nachgeordnet mit allen Organisationen, die an dieser Religionsbehörde hängen, unter anderem der DITIB, das ist die größte Auslandsorganisation der türkischen Religionsbehörde, Diyanet. Also Diyanet auf der einen Seite, türkische Religionsbehörde, die DITIB, die Auslandsdependance in Deutschland. Und DITIB-Vertreter in Deutschland behaupten immer, dass sie unabhängig sind. Sie sind formal eingetragen als Vereine, als deutsche Vereine, sowohl auf der Bundesebene als auch auf Länderebene und kommunalen Ebenen. Faktisch aber, wenn man sich anschaut, die Gremien der DITIB, da sitzen überall in großer Mehrheit türkische Beamte und ohne die läuft gar nichts. Ja. Da wird das Programm des türkischen Präsidenten durchgezogen und das sieht man auch immer wieder, selbst in den Freitagspredigten werden dann politische Ereignisse religiös geframed. Ja, da, ob das jetzt Angriffskriege sind gegen die Kurden in Syrien oder ob das jetzt die Schlacht gegen die Gülen-Bewegung, den einstigen Konkurrenten ist. Oder ob das Erdogans Reden gegen Integration ist, gegen Integration der türkeistämmigen Bevölkerung in Deutschland. Das wird alles in der DITIB gepredigt, gelehrt, und wenn man sich Schulbücher anschaut etc. Dazu kommt, dass die Imame türkische Beamte sind, die nur für eine kurze Phase nach Deutschland entsandt werden, werden aus der Türkei bezahlt, werden auch wieder abberufen. Ja, und wenn jemand nicht spurt, werde sofort abberufen. Würden Sie sagen, dass dieser Wandel des Charakters der türkischen Religionsbehörde, den Sie gerade geschildert haben, dass der sozusagen von der deutschen Politik verschlafen wurde? Von der deutschen Politik ist vieles verschlafen worden. Von der deutschen Politik ist überhaupt verschlafen worden, dass wir uns in eine pluralistische, multikulturelle Gesellschaft hineinbewegen. Lange Zeit lang haben ja viele Parteien, auch also ganz besonders natürlich die CDU und CSU, immer noch hochgehalten. Die Leute gehen alle wieder zurück, obwohl längst klar war, das passiert nicht. Und dann hat man sehenden Auges, hat man quasi eine Einflusssphäre erlaubt durch die Gründung der DITIB.
Da war man eigentlich ganz froh, hat gesagt, naja, die religiöse Seelsorge und die Betreuung, die läuft jetzt vom türkischen Staat, müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Und da war in der Tat auch die DİTİB noch, genau wie die Diyanet, nicht islamistisch. Da hatte man noch so ein gutes Gefühl und dachte, ach naja, da passiert schon nicht viel. Mhm. Und dann hat man sich definitiv nicht mehr drum gekümmert. Was ist passiert? Der türkeistämmige Anteil der Bevölkerung ist gewachsen. Die Moscheen sind immer mehr geworden. Der Einfluss wurde immer stärker. Erdogan ist immer weiter in eine islamistisch-autoritäre Ecke gerückt und hat dafür alle Institutionen genutzt, die ihm auch im Ausland zur Verfügung standen. Das ist wichtig für ihn, weil das ist ein Teil der Menschen, der türkeistämmigen Menschen bei uns sind ja wahlberechtigt in der Türkei. Und Herr Erdogan fährt immer grandiose Wahlerfolge ein hier bei den wahlberechtigten türkeistämmigen und nutzt natürlich auch die DİTİB, auch andere Moscheen für Wahlkampfauftritte immer wieder. Also die in der DİTİB kann man sehr schön sehen, wie die Verquickung von Politik und Religion im Sinne eines religiösen Islamismus, wie das funktioniert. Mhm. Also beide werden sozusagen gegenseitig genutzt. Und das heißt, die DİTİB ist weder unabhängig, noch ist sie ja demokratisch islamisch, wie man das vielleicht von einer religiösen Gemeinschaft erwarten könnte, die sich hier anbietet als Partner des Staates, sondern sie hat tatsächlich ein außerordentlich bedenkliches Programm, eine bedenkliche Struktur. Und aber bislang hat das die deutsche Politik nicht hingekriegt, sich von der DİTİB zu distanzieren. Warum? Ich habe ganz häufig mit Politikern gesprochen, warum sie damit nicht aufhören. Und sie haben immer gesagt, wir würden ja gerne andere Organisationen ins Boot holen, liberalere Organisationen, demokratischere Organisationen. Aber die gibt's nicht. Ja, und da haben sie tatsächlich recht. Es gibt sehr, sehr wenige davon. Sehr, sehr wenige. Und jetzt kann man sich fragen, woran liegt das jetzt eigentlich? Liegt das daran, dass sie nicht genug vom Staat gefördert werden? Liegt es daran, dass die DİTİB ja sowieso die gesamte Organisationsstruktur vom Ausland geliefert bekommt? Die müssen sich also gar nicht mehr kümmern. Oder liegt es auch daran, was ich auch glaube, dass sich säkulare Menschen nicht in einer religiösen Organisation zusammenfinden möchten? Das erscheint mir völlig absurd. Ja, warum sollen sich dann säkulare Menschen, die vielleicht auch eine persönliche Religiosität haben, dass sie mal beten, wenn es ihnen schlecht geht oder so, aber ansonsten ja nicht in die Moschee gehen, warum sollen die dann eine religiöse Organisation gründen? Und wir haben ja hier in Deutschland tatsächlich sehr viele türkeistämmige Menschen, die komplett säkular sind. Ja. Und die werden aber, die werden natürlich nicht in der religiösen Agenda ja mitbedacht. Und von daher haben wir ein absolutes Ungleichgewicht auf der Ebene der Kooperation. Nur die religiösen Akteure und die meisten von ihnen, muss man ganz einfach sagen, nicht nur bei der DİTİB, sondern auch von anderen Organisationen, sind islamistisch, sind auslandsabhängig, haben eigentlich verfolgen eine Ideologie, die überhaupt nicht zu unserem Staat passt, ja, zu unseren Werten passt, weil sie die Religion ganz hoch hängen, weil sie letztendlich die Ansicht vertreten, dass die Politik sich der Religion unterzuordnen habe, genau wie die Gesellschaft. Ja, und das ist das Dilemma. Wenn man jetzt aber eine Religionspolitik machen will, wie unsere Politiker, dann kommt man natürlich auf die Idee, plötzlich mit den Organisationen zusammenzuarbeiten, die da sind. Ja. Und dann heißt es auch, wir haben ja keine anderen, also nehmen wir die. Und wenn es dann die DİTİB ist, dann ist es eben die DİTİB. Ja, naja, das ist plausibel, dass bei weltanschaulichen Themen, insbesondere bei Religionen, sich am ehesten die organisieren, die sozusagen stramme Anhänger sind. Absolut. Und die dieses Bedürfnis haben. Nun liefern Sie ja empirisch gestützte Analysen durch das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Wir haben jetzt über DİTİB und die Türkei geredet. Was ist denn da so der thematische Bogen? Es gibt ja Islamismus nicht nur aus der Türkei heraus. Nein, überhaupt nicht. Also wenn wir uns mal die Weltkarte anschauen, den muslimisch geprägten Raum, dann geht er im Prinzip von Südostasien bis nach Westafrika. Also es ist doch ein sehr, sehr großer Raum, über drei Kontinente, Europa natürlich auch in den USA gibt es
organisierte Muslime, auch nicht organisierte Muslime. Und letztendlich ist ein Ergebnis der jahrelangen vergleichenden Forschung, die wir durchgeführt haben, also immer stationäre Forschung in einzelnen Ländern, Langzeitforschung, wie das in der Ethnologie so üblich ist, hauptsächlich mit jungen Wissenschaftlern, die aus den Ländern stammen, die sich auskennen, die Sprache können und so weiter und so fort. Und dadurch, dass das eben so einen großen Radius hat, konnten wir immer vergleichen. Wir konnten sagen, gibt es da Ähnlichkeiten, gibt es große Unterschiede, die vielleicht kulturell bedingt sind, politisch, historisch bedingt sind. Aber das wichtigste Ergebnis dieses Vergleichs ist vielleicht, dass man sagen kann, die muslimisch geprägte Welt befindet sich in einem Kulturkampf. Ja, einem Kulturkampf, der folgendermaßen aussieht: Ein Teil der Muslime möchte zurück, normativ, zurück in die Zeit des Propheten Mohammed, das heißt ins 7. Jahrhundert. Die möchten normativ daran anschließen. Für die ist der Koran und das Beispiel Mohammeds das Wichtigste, was einen Moslem leiten soll, bis hin zur Organisation des Staates. Das ist dann ein selbstdefinierter Kulturkampf. Das ist ein selbstdefinierter Kulturkampf, definitiv, ja. Das ist also die eine Seite. Und interessanterweise sind das auch sehr moderne Akteure, die der Meinung waren, dass sie mit dieser religiösen Agenda jetzt punkten können. Hat auch zum Teil funktioniert. Da gibt es auch Beispiele, weshalb das so ein Erfolg war, beispielsweise die Islamische Revolution im Iran. Der Iran war ja ähnlich wie die Türkei eigentlich eine lange Zeit ein säkularer Staat, also zumindest ein semisäkularer Staat mit ähnlichen Prozessen. Die religiösen Akteure sind kaltgestellt worden, man hat den Schleier verboten, man hat die Orden entmachtet und der Schah, beide Schahs, waren autoritäre Herrscher, die aber mit den religiösen Kräften im Clinch lagen. So. Und weil sie so autoritär waren und die Opposition blutig unterdrückt haben, ist der zweite Schah 1978 gestürzt worden von einer breiten Bewegung, der Kommunisten angehört haben, der religiöse Kräfte angehört haben, bürgerliche Kräfte, alles Mögliche. Aber in dem Moment, wo der Schah das Land verlassen hat, geflohen ist, ist mit dem nächsten Flieger Ayatollah Khomeini aus dem Pariser Exil gekommen und hat diese doch politisch noch sehr unspezifische Revolution, eine islamische Revolution überführt. Der hat die sozusagen gehijackt, muss man ehrlich sagen. Das war eine Art Machtvakuum in der Situation. Ja, es war ein Machtvakuum. Die Revolutionäre wussten nicht genau, wo es lang geht, waren sich auch nicht einig. Die waren sich einig, in dem Ziel den Schah wegzuhaben, aber was danach kommen sollte, das war überhaupt nicht ausgemacht. Und der Khomeini konnte sich nun verlassen auf die religiösen, sehr gut organisierten religiösen, fundamentalistischen Kräfte, die schiitischen Kräfte, und das hat er gemacht und hat innerhalb kürzester Zeit eine islamische Republik ausgerufen und hat sich selbst, und das war eigentlich ein interessanter Trick, zum Führer der muslimischen Gläubigen in aller Welt stilisiert. Und das hat er vor allem dadurch gemacht, indem er sich als Schutzpatron der Palästinenser aufgespielt hat und gesagt hat, Staatsraison ist die Vernichtung Israels, Staatsraison ist die Wiedereroberung Jerusalems und dafür stehen wir. Und dann ein riesiges Netzwerk aufgebaut hat an bewaffneten Organisationen, die das in irgendeiner Weise bewerkstelligen sollten. Und dieser Trick, will ich mal sagen, als schiitischer Führer war er ja eigentlich nicht per se in der sunnitischen Welt sonderlich beliebt, aber indem er sich sozusagen als Schutzpatron generiert hat in einer sehr emotionalen politischen Frage, nämlich der Frage Israel und das Schicksal der Palästinenser, ist ihm das tatsächlich gelungen, auch also Vorbild zu sein für viele sunnitische Muslime. Und zusammen mit der Zuschreibung des revolutionären Erfolges
auf Khomeini und die religiösen Kreise, was ja faktisch nicht der Fall war, aber er hat im Nachhinein die Revolution für sich verbucht, hat gesagt, wenn man Gott im Rücken hat sozusagen, dann gelingt einem alles, dann können wir sogar die Amerikaner und die Briten verjagen. Und der Iran war ja so ein bisschen das Bollwerk des westlichen Imperialismus in der Region und so wurde das auch betrachtet in der islamischen Welt und jetzt hatten die gesiegt, ja. Das war gigantisch und dann hat sich diese Parole verbreitet, der Islam ist die Lösung. Ja, der Islam ist die Lösung und diese Parole hat viel Anklang gefunden, auch bei jungen Akteuren, die im Prinzip eine Moderne wollten, die wollten die Tradition überwinden, weil die Tradition häufig sehr viel moderater war als das, was sie haben wollten. Die meisten muslimisch geprägten Gesellschaften waren jetzt nicht sonderlich und sind es bis heute eigentlich nicht sonderlich sittenstreng, sondern der Islam, als er sich ausgebreitet hat, ist verschmolzen mit vorislamischen Glaubensvorstellungen, mit kulturellen Elementen und so weiter. Also wenn Sie jetzt in die islamisch geprägte Welt gucken, dann sehen Sie überall eigentlich andere Ausprägungen des Islam. Und manchmal wundert man sich, dass es überhaupt noch Islam sein soll. Und diese jungen Leute, die haben jetzt gesagt, unsere Väter, unsere Onkel, Tanten, Mütter, die wollen zwar gläubig sein, aber sie sind es nicht, weil der Islam, den sie praktizieren, der ist kein echter Islam. Ja. Und wir wissen, wie der echte Islam geht. Der ist nämlich, der folgt 1:1 dem Koran und dem Vorbild von Mohammed. Gut, das ist ein Weg zur Radikalisierung. Also klar, die islamische Revolution war sicherlich eine Geburtsstunde des politischen Islam. Nun ist es aber doch heute so, dass sich die islamischen Staaten untereinander auch keineswegs einig sind. Also, Ich will noch einmal nachsetzen, weil cool, das habe ich im Prinzip nur eine Seite besprochen. Ja. Die zweite Seite ist eigentlich nach wie vor ein Streben in die Freiheit, in die Säkularität. Das haben sie selbst in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter. Also das ist bis auf den heutigen Tag so, dass ein anderer großer Teil der Menschen, auch wieder sehr viele junge Leute dabei, eigentlich eine säkulare Moderne möchte. Und wenn bei Umfragen, wer eigentlich was glaubt und wer vielleicht gar nichts glaubt, dann stellt man immer wieder fest, dass selbst der Atheismus recht weit verbreitet ist. Und wenn wir jetzt in den Iran gehen, also das Zentrum des islamischen Fundamentalismus, oder eins der großen Zentren des islamischen Fundamentalismus, wenn Sie da hingehen, also nirgendwo sind die Moscheen leerer als im Iran. Die sind hier in Fürth wahrscheinlich voller. Okay, also ein differenziertes Bild ist da gefragt. Ja, nun ist es ja so, dass Ihre Analysen zu diesem Thema nicht nur Zustimmung hervorrufen. Sie haben sich auch unbeliebt gemacht. Mögen Sie ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen Sie auf Tagungen und durch Stellungnahmen und durch Ihre Bücher so gemacht haben in den letzten Jahren? Ja, ich habe eigentlich in meiner Forschung niemals ein Blatt vom Mund genommen. Ich habe immer sehr klar gesagt, dass ich den Fundamentalismus oder auch den Extremismus selbst bis zur Gewalttätigkeit zwar für ein interessantes Forschungsfeld halte, aber dass da für mich der Kulturrelativismus doch seine Grenze hat. Also das ist so meine persönliche rote Linie, wo ich nicht mehr sage, das verteidige ich jetzt. Aber in meiner eigenen Disziplin, in der Ethnologie, da gibt es einen Mainstream, der Meinung ist, man dürfe diejenigen, über die man forscht, man dürfe die nicht kritisieren, ja, sondern man muss sich zum Sprachrohr dieser Leute machen. Man muss ihnen mit sehr viel Empathie und Sympathie begegnen und muss gegen die eigene Herkunftsgesellschaft, das wäre in dem Fall die deutsche Gesellschaft, Dinge verteidigen, die eigentlich ablehnen. Und da habe ich bei Forschung zu gewalttätigem Islamismus oder zu Salafismus, also der rigidesten Form des Islamismus, da habe ich angefangen, mich zu wundern letztendlich, dass Kollegen diese Phänomene mit so einer exotistischen Brille gesehen haben. Also schau mal, wie interessant das ist. Wie cool irgendwie auch, oder? Und ich dachte, nee, cool ist das gar nicht. Es ist zwar spannend und auch wichtig,
herauszufinden, ganz minutiös auch, wie wirken denn solche radikalen Gruppierungen, wie rekrutieren die ihre Anhänger, mit welchen Methoden machen die das. Aber meine Sympathie war ehrlich gesagt immer auf der Seite der säkularen Akteure oder der synkretistischen, eher moderaten Muslime, der muslimischen Frauenrechtlerinnen, die nun definitiv nicht keine Sympathie für den Fundamentalismus hatten, sondern sehr genau wussten, was ihnen blüht. Nämlich eine Einschränkung ihrer Rechte, Bekleidungsordnungen, die sie eigentlich ablegen, also insbesondere das Tragen des Hijabs und ja auch Freizügigkeitsbeschränkungen, nicht aus dem Haus gehen können ohne den Ehemann oder ähnliches mehr. Ich habe eine Methodenfrage. Also ist es nicht auch in den Kulturwissenschaften so, dass man bei der Beobachtung und Beschreibung der entsprechenden Phänomene sich der Bewertung enthalten sollte? Also einfach im Sinne des wissenschaftlichen Ideals. Sie schildern jetzt, dass die einen manche Dinge positiv bewerten und die anderen bewerten sie negativ. Sollten Bewertungen da überhaupt eine Rolle spielen? Ja, es kommt immer darauf an, wie eine Benennung ist. Also ja, sage ich, das eine ist Islamismus oder sage ich einfach, das ist Frömmigkeit. Ja? Verstehe. Also es gibt eine ganze Reihe von Büchern aus den aus der ersten Dekade dieses Jahrtausends. Da geht es um Frömmigkeit, Piety. Was die Forscher und vor allem Forscherinnen beschrieben haben, war Islamismus reinsten Wassers. Aber sie sagen, das ist Frömmigkeit und sie untersuchen Frömmigkeit. Das klingt völlig anders als das, was es tatsächlich ist, weil diese Menschen, die sie untersucht haben, nicht nur einfach fromm waren, sondern die hatten Ambitionen der Gesellschaftsgestaltung. Und ich habe mich damit auch beschäftigt, welche Art der Gesellschaft wollen sie haben und wo gibt es auch wieder den Schulterschluss in die Politik hinein. Das heißt, ich habe jetzt nicht gesagt, das ist aber grässlich, was sie da wollen, sondern ich habe gesagt, was tun die denn eigentlich? Ja, in welcher Weise fangen sie an, Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen? Was passiert dann tatsächlich? Also beispielsweise in Indonesien, eigentlich ein klassisches Land eines sehr liberalen Islam. Und da hat man mal ab den 80er, 90er Jahren und dann zunehmend gesehen, dass islamistische Akteure an Boden gewonnen haben. Und ich habe das nachgezeichnet, was da passiert. Also beispielsweise, dass Lehrerinnen und Schülerinnen dafür irgendwann streng muslimische, dafür gekämpft haben, dass sie das Kopftuch in der Schule anziehen. Dann ist das irgendwann durchgegangen, dann hat man ihnen das erlaubt. Innerhalb kürzester Zeit sind alle Schülerinnen ohne Kopftuch zu Tode gemobbt worden. Ja, die konnten die Schule verlassen oder sie haben dann zwangsweise das Kopftuch anziehen müssen. Dann ging das aus der Schule raus. Eine Frau ohne Kopftuch, die im Bus fährt, konnte sich nicht mehr sicher sein, ob sie Opfer von Übergriffen wird. Es gab Überfälle auf Frauen und eine Propaganda auf allen Ebenen, inklusive des Fernsehens, dass eine wahre Muslimin, eine fromme Muslimin, eine Frau, die ehrbar ist, dass sie sich bedeckt und das flankiert eben tatsächlich mit massiver Gewalt auf Frauen, die das nicht gemacht haben, und das habe ich beschrieben. Ja, wie gesagt, ich habe nicht gesagt, das ist ganz schrecklich, sondern ich habe gesagt, das ist das, was passiert. Und dann letztendlich ging das sogar an die legislative Ebene, da wurden plötzlich Regularien und Gesetze erlassen, dass Frauen in bestimmten Provinzen, Bezirken nicht mehr ohne Kopftuch auf die Straße gehen konnten. Die sind einfach verhaftet worden, wenn sie das nicht mehr gemacht haben. Ja, oder sind nicht mehr eingestellt worden, Menschen sind nicht mehr eingestellt worden im öffentlichen Dienst, wenn sie nicht den Koran rezitieren konnten, bestimmte Verse. Also damit hat man dann alle Nicht-Muslime rausgeschmissen und alle, die nicht fromm waren. Ja, und manche ihrer Kollegen haben dann tatsächlich eher das Exotische bewundert als die Gefahr gesehen. Absolut, ja. Also das war alarmistisch, so etwas dann aufzuzeigen. Und das ist etwas... Dem sind doch viele meiner Kollegen offensichtlich verhaftet, dass sie das sogenannte Andere, immer in den gloriosen Farben schildern möchten. Und ich verstehe, warum man das möchte. Ja, die Ethnologie ist tief verwurzelt historisch im Kolonialismus und man möchte sich sozusagen dieser Geschichte entledigen, indem man ins Gegenteil geht.
Ja, und dann kommt es zu Überschwingern. Ja, so ist es. Wir müssen noch auf ein anderes Buch zu sprechen kommen. Ihr Buch Politischer Islam, Stresstest für Deutschland, ist ja schon 2019 erschienen. Ja, genau. Aber jetzt, 2024, ganz aktuell, haben Sie ein Buch rausgegeben mit dem Titel Der neue Kulturkampf. Und da geht es um Wokeness. Genau. Hat Sie die Erfahrung mit den Ergebnissen der eigenen Forschungen in dieses Feld geführt? Ja, so kann man das sagen. Also ich habe so das Gefühl, diese Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, die führe ich immer weiter fort und dann irgendwann schlagen die sich wieder in Büchern nieder. Und das ist jetzt sozusagen das Letzte, weil ich nicht nur ein Dissens plötzlich hatte mit der Mehrheit meiner Kollegen, sondern ich auch massiv gemobbt worden bin. Und da gab es einen Höhepunkt im letzten Jahr. Im Frühjahr, da habe ich eine Konferenz veranstaltet in Frankfurt zum Thema Migration steuern, Pluralität gestalten. Und schon vor der Konferenz, schon einen Monat vorher, fingen bestimmte Woke-Akteure, würde ich jetzt sagen, an das zu skandalisieren. Das sei eine rassistische Konferenz, es sei eine pseudowissenschaftliche Konferenz und ich sei rassistisch und pseudowissenschaftlich und man möge mir die Gelder entziehen und so weiter. Da wurden schon harte repressive Maßnahmen gefordert, bis in die Universität hinein. Also es war so eine weite Allianz aus Parteimitgliedern der SPD, der Grünen zum Teil, aber auch Aktivisten, die man heute wiederfindet in Anti-Israel-Komitees, Studenten bestimmter Hochschulgruppen, Professoren. Also es war eine wilde Mischung, die schon im Vorfeld auf mich eingedroschen hat. Und ich hatte unter anderem Boris Palmer eingeladen. Ich hatte ihn eingeladen. Ja. Weil er. Das ging ja durch die Medien dann. Das ging durch die Medien, ja. Ich hatte ihn eingeladen, weil er als Oberbürgermeister on the ground sich sozusagen mit dem Thema Migration beschäftigt und ich das ganz spannend fand, was er da, wie er versucht, Probleme zu lösen. Und das dafür wollte ich ihn holen. Wir haben immer das, wir haben immer versucht, Praktiker und Wissenschaftler zusammenzubringen auf den Konferenzen, damit das nicht einfach nur im Elfenbeinturm hängen bleibt. Und die Konferenz war, es war wirklich der reine Stress. Wir waren umringt von Gruppen, die sich als Studenten ausgegeben haben. Faktisch waren es vorwiegend keine, die alle, die hineingegangen sind, als Nazis und Rassisten beschimpft haben, angerempelt haben. Und der Boris Palmer kam ganz am Schluss. Da war schon fast die ganze Konferenz vorbei. Er war der letzte Vortrag. Und hat sich dann, wir wussten gar nicht, dass der da ist, hat sich dann auf so ein Battle eingelassen mit diesen Aktivisten und ist da völlig über die Stränge geschlagen. Also das war nicht Teil des offiziellen Konferenzprogramms? Das war nicht Teil des Konferenzprogramms. Ja gut, aber ich dachte, okay, also das war jetzt wirklich blöd und habe mich davon auch distanziert und bin eigentlich der Meinung gewesen, damit tat sich's und war dann überrascht, dass diese Geschichte genommen worden ist, um riesig aufzufahren gegen mich, also bis in internationale Vereinigungen hinein. Wurde behauptet, ja, ich sei ja schon immer Rassistin, das hätte man ja schon immer gewusst und ich sei ja eigentlich eine Rechtspopulistin oder rechtsoffen, dann ist nicht justiziabel, was rechtsoffen ist und hat dann versucht, letztendlich ja, mir sozusagen die Luft abzudrücken. Und in der Situation hat mich dann mein Verleger gefragt, ob ich daraus nicht ein Buch machen möchte. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist sozusagen therapeutisches Schreiben, also Therapie durch Analyse. Und, aber das Ergebnis ist gut lesbar, das kann ich schon bestätigen. Und nicht nur diese Geschichte, sondern ich habe gedacht, okay, erstens geht es ja nicht nur mir so, zweitens sind es nicht nur die Universitäten, die darunter leiden und die Wissenschaftsfreiheit, sondern diese Akteure, die dermaßen neben der Spur sind, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also von einer Ideologie beseelt, die mit Emanzipation überhaupt nichts mehr zu tun hat, die finden wir auch in anderen Teilen der Gesellschaft. Also die Universitätsabsolventen, die landen ja irgendwo, die bleiben ja nicht an der Uni und habe das dann nachvollzogen, auch im Kulturbereich, in den Medien, im vorpolitischen Raum.
Und ja, das ist jetzt ein Skandal mit Ansage. Aber ich bin auch froh, dass viele Menschen und sogar einige aus meiner eigenen Disziplin sagen, ja, ein wichtiges Buch. Ja, Sie verwenden dafür den Begriff Wokeness. Das kommt ja aus den USA. Ist das ein neutraler Begriff? Es gibt ja Stimmen, die sagen, wenn man etwas als woke bezeichnet, dann sei das schon Teil eines rechten Narrativs. Ja, das ist übrigens eine Strategie der Wokies, alles als rechte Narrative zu bezeichnen und auch alle Themen, die man anspricht, zum Beispiel der Begriff des Steuerns im Bereich der Migration, der wurde auch als rechtspopulistisch, rechtsextrem bezeichnen. Also mit der Hoffnung, wenn man das als rechts labelt, dann muss es verschwinden. Ich neige dazu, woke mit moralisch übersensibel oder überempfindlich zu übersetzen. Ja, es gibt solche Tendenzen, die man als moralisch übersensibel bezeichnen kann, dass zum Beispiel gesagt wird, manche Menschen, das sind ja immer nur bestimmte, die brauchen Safe Spaces, die sind schon traumatisiert, wenn man ein falsches Pronomen verwendet oder ähnliches mehr. Da gibt es im Amerikanischen den Begriff der Snowflakes, der Schneeflocken, auch wieder ein rechter Begriff natürlich. Die schmelzen dann gleich dahin. Die schmelzen dahin, wenn sie mit der Realität konfrontiert werden. Aber das Interessante ist, dass diese Sensibelchen, alle total unsensibel sind, wenn es um andere Menschen geht, die tatsächlich Gewalt erleiden. Also beispielsweise Frauen, die Opfer von Gewalt im Namen der Ehre werden. Da redet keiner mehr drüber. Das ist die falsche Gruppe. Frauen, die sexuelle Übergriffe erleiden durch Migranten. Migranten sind keine Tätergruppe, die man auf dem Schirm haben möchte. Also wird das auch unter den Teppich gekehrt. Und jetzt zeigt sich seit einiger Zeit in aller Klarheit, dass auch Juden nicht Opfer sein können, sondern Juden gelten per se erstmal als Täter. Und gerade an Universitäten, in denen der Wokismus ganz, ganz stark verankert ist, bestimmten amerikanischen Universitäten, wie beispielsweise Harvard, da haben tatsächlich Übergriffe auf jüdische Studenten stattgefunden. Also nicht nur Demonstrationen gegen Israel, in denen die Legitimität des israelischen Staates geleugnet wird, in denen von Genozid gesprochen wird, in denen das Massaker der Hamas komplett ausgeblendet wurde oder die Hamas sogar als Befreiungsorganisation, als Widerstandsorganisation glorifiziert wurde, sondern man hat tatsächlich auch jüdische Studenten attackiert. Und das Gleiche ist ja in Deutschland auch passiert. Hm. Also wenn wir nach Berlin gucken, da ist jetzt gerade ein jüdischer Student von einem arabischen Studenten schwerst misshandelt worden. Also mehrere Knochenbrüche im Gesicht, das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet, ja. Also die Empfindsamkeit wird nicht allen gleichermaßen zuteil, sondern nein, die Empfindsamkeit gilt nur für sie selber und für bestimmte definierte Opfergruppen. Ja, also es ist höchst selektiv. Mhm. Und was man auch letztendlich macht, also abgesehen von dieser Unsensibilität, ist, man fällt absolut hinter die Universalität der Menschenrechte zurück. Es gibt plötzlich, spielen Gruppenzugehörigkeiten eine wichtige Rolle, Hautfarbe spielt eine wichtige Rolle und man teilt die Welt ganz schlicht in Täter und Opfer und Täter sind immer weiß. Ich meine, völlig faktenfrei, ja, völlig faktenfrei. Und umso erschütternder finde ich eigentlich, dass das an den Universitäten so viel Widerhall und Zustimmung erfährt. Und das Interessante, und das ist sozusagen auch der die Verbindung zu meinen ersten Büchern, es kommt zwischen diesen woken Akteuren und Islamisten immer wieder zu außerordentlich herzigen Allianzen. Ja, auch bei Demonstrationen gegen Israel. Sie hatten ja vor einigen Jahren Gastaufenthalte als Wissenschaftlerin in den USA. Und man sagt ja, dass bei solchen gesellschaftlichen Entwicklungen die USA uns immer einige Jahre voraus sind. Konnten Sie damals schon Hinweise wahrnehmen, dass so eine Art von Fehlentwicklung, von falscher Wahrnehmung, auch von Spaltung der Gesellschaft droht?
Ja, das war im Jahr 2000. Das ist jetzt schon das 24 Jahre her. Oh ja. Da war natürlich diese Entwicklung noch lange nicht in dem Maß vorangeschritten. Also man konnte schon natürlich bestimmte Dinge sehen, dass einige Gruppen sehr stark gehypt wurden. Die waren da war man immer stolz, wenn da jemand eingeladen war. Auch im Hinblick auf den Nahostkonflikt war das schon relativ einseitig, was man da hören konnte. Und es gab einen starken Hang damals schon zum Kulturrelativismus gegen die Menschenrechte. Im Übrigen ist die amerikanische Fachorganisation der Ethnologie, also die American Anthropological Association, hat sich lange verweigert, die Menschenrechte anzuerkennen, weil sie der Meinung waren, das sind westliche Rechte, westliches Wertesystem, das dahinter steht, und die Kulturen der Welt, wenn sie das jetzt nicht teilen, dann fallen sie ja da raus, und die haben aber auch mit ihren eigenen Normen genauso viele Rechte gehört zu werden und Geltung und Anerkennung zu erfahren. Und das ist etwas, was damals schon war, und das geht auch sehr viel weiter noch zurück. Mhm. Die Rechtfertigung von Menschenrechtsverletzungen im Namen der Kultur. Ja, und das kann Genitalverstümmelung bei Mädchen sein, die dann auch nicht als Genitalverstümmelung bezeichnet wird, sondern mit anderen Begriffen oder die man gar nicht benennt, aber auch viele andere Dinge, die im rituellen Bereich dazu führen, dass Menschen, vor allem junge Menschen, Gewalt erleiden, oder auch Sklaverei. Auch das gibt es ja immer noch teilweise, ist alles kein Thema. Kriegshandlung, Folter etc. oder Kulturen der Ehre, die Frauen und Mädchen ganz stark benachteiligen. Also es gibt natürlich in allen Kulturen Dinge, die unter der Maßgabe einer menschenrechtlichen Verfasstheit eigentlich nicht akzeptabel sind. Aber da haben sich meine Kollegen schon immer sehr schwer getan, das überhaupt nur anzusprechen, weil sie natürlich wussten, das könnte auf Widerstand stoßen oder auf Widerspruch stoßen. Und sagen wir so, eine Verurteilung gab's da eigentlich nicht. Und allein, dass mal Fakten tatsächlich zusammengetragen worden sind und veröffentlicht wurden, das ist eher selten passiert. Ja, Sie schrecken vor heiklen Themen nicht zurück, das merkt man. Haben Sie denn Angst, Beifall von der falschen Seite zu kriegen? Das ist ja eine Formulierung, die man manchmal hört. Ist das überhaupt ein sinnvolles Konzept? Was heißt Beifall von der falschen Seite? Ja, das Problem ist natürlich, wenn man Themen unter den Teppich kehrt, wenn man sie nicht behandelt, dass dann Folgendes passiert. Nicht, dass sie verschwinden und sich in Luft auflösen, sondern dass irgendjemand anders sie aufgreift. Und die große Angst von der falschen Seite bedeutet ja immer von der AfD. Ja, das ist ja das, was in der Regel dahinter steht. Könnte es sein, dass die AfD das aufgreift? Ja, sicher könnte es sein. Und insbesondere könnte es sein, wenn alle anderen das nicht aufgreifen. Ja. Aber ich meine, der Hamid Abdessamad, der hat mal einen sehr schönen Satz gesagt, auf genau die gleiche Frage, kriegt er nicht Beifall von der falschen Seite, hat er gesagt, wenn ein AfDler sagt, morgens geht die Sonne auf, dann sage ich doch nicht, nein, sie geht abends auf. Ja, ja. Also von daher ist das natürlich sehr, sehr hinfällig. Und was heißt das dann? Es heißt meiner Meinung nach, dass man Fehler gemacht hat, dass man die Themen nicht selber behandelt hat und selber dafür Lösungen findet, sondern dass man die Leuten überlässt, denen man sie eigentlich gar nicht überlassen will. Aber wie gesagt, dahinter steht diese naive, das ist schon fast auch wieder so eine religiöse Haltung. Ja? Ich gucke etwas nicht an, mache die Augen zu und weg ist es. Ja, das ist ein Tabu dann. Ja. Ja, wir sollten vielleicht nochmal über die öffentliche Kommunikation sprechen. Viele Menschen empfinden ja unterdessen eine Unsicherheit, was man noch sagen darf. Können Sie das nachvollziehen oder ist das nur ein eingebildetes Problem oder ein Phantomschmerz alter weißer Männer, die jetzt irgendwie ihrem berechtigten Machtverlust nachtrauern? Wie halten Sie es mit Sprachregelungen? Gendern Sie? Nein, ich gender nicht. Ich hab ehrlich gesagt früher mal einen Aufsatz geschrieben, nur in der weiblichen Form, weil ich selber
genervt war, auch von patriarchalischen Verhaltensweisen in der Wissenschaft. Ja, selbstverständlich gab es die früher in ganz ausgeprägtem Maß. Und ich fühlte mich auch nicht mitbenannt. Und ich habe gesagt, okay, und dann hieß es natürlich immer, alle sind mitgemeint. Und ich habe gesagt, gut, dann könntest du auch mal umgekehrt so machen. Und natürlich ist mein Aufsatz nicht gedruckt worden, das war klar. Und dann habe ich eine Zeit lang beide Geschlechter genannt. Aber Fakt ist, dass die Sätze dadurch sehr kompliziert werden und man nicht unbedingt zum Schluss kommt. Und ich bei meinen Studenten auch gesehen habe, wenn sie alles korrekt machen wollen, dann wissen sie am Ende des Satzes zum Teil nicht mehr, wie sie angefangen haben. Und mittlerweile muss ich sagen, hat dieses Gendern gehört ja in eine Reihe von neuen Spracherfindungen, die ich auch vom Hintergrund gar nicht mehr vertreten kann. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir diesen Glottal Stop brauchen, um alle möglichen Geschlechter abzubilden. Ich bin schon noch der Meinung, dass wir biologisch zwei Geschlechter sind, wenngleich die Identitäten davon weit abweichen können und es da alle möglichen Ausdifferenzierungen gibt, gerade kulturell. Also wenn man das in anderen Ländern sich anschaut, da gibt es natürlich schon ganz andere Formen, Geschlecht zu leben. Aber meiner Meinung nach muss man nicht alles in der Sprache abbilden. Und wenn ich mir anschaue, was da noch dazu kommt, also Wörter werden ja permanent ersetzt durch andere, die jetzt angeblich als einzige diskriminierungsfrei sind. Ja, ja, das ist verbrauchende Wortverwendung. Ja. Die Studierenden, ja, die Studierenden, die auch noch Studierende sein sollen, wenn sie gar nicht studieren. Also sowas beispielsweise. Die Forschenden. Und die Forschenden, genau. Ja, selbst wenn sie am Biertisch sind und nur noch vor sich hin erzählen, dann sind sie immer noch Forschende. Also das wird hochgradig absurd, meiner Meinung nach. Es hat auch nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Und deshalb habe ich so einen Schlenker gemacht und bin jetzt zum Old-Fashioned zur maskulinen Form zurückgegangen, weil es mir einfach grundsätzlich auf den Wecker geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil ich auch sehe, dieses Gestammel, das da stattfindet bei denjenigen, die alles richtig machen wollen. Wo würden Sie die Grenze ziehen bei Sprachverwendungen? Also das N-Wort und das Z-Wort und so weiter. Und ich habe mal ein Argument gehört, das ich ganz einleuchtend finde. Wenn die betroffene Gruppe selbst eigentlich kein Problem damit hat oder es gar nicht mitbekommt. Indianer ist so ein Beispiel. Dann gibt es doch eigentlich keinen Grund, das Wort zu vermeiden, oder? Absolut, absolut. Also ich sehe durchaus, dass es Begriffe gibt, die man ändern sollte. Ganz klar, Sprache verändert sich auch und das soll sie auch. Und es ist ja auch schön, wenn wir bewusster werden für Diskriminierung und so etwas vermeiden. Aber ja, selbstverständlich, Indianer, wenn ich mir überlege, bei uns machen wir einen riesen Eiertanz und in den USA heißt die wichtigste Organisation American Indian Movement. Ja, ja. Und auch die Museen benutzen den Begriff des Indien und die Zeitschriften und so weiter. Also da möchte man in Deutschland wieder mal korrekter sein als die Betroffenen selber, die überhaupt nichts dagegen haben, sondern vielleicht nur ein paar Aktivisten, die hier in Deutschland noch nicht mal indigenen Ursprungs sind, die das dann aufgreifen. Also da ist für mich sicherlich kein Bedarf, die Sprache zu verändern. Ganz im Gegenteil. Was ich kritisiere ist, weil die Sprache ja nun von den Universitäten aus und von Aktivisten aus quasi im Monatsrhythmus gibt es neue Begriffe, die dann wieder andere ersetzen. Und schon kann man wieder mit dem Finger auf jemanden zeigen, der es nicht gemacht hat. Das ist ein Gehabe, muss ich ganz ehrlich sagen, der Distinktion. Man möchte sich abgrenzen von allen anderen, die zu blöd sind, mit der Sprache mitzukommen. Und das betrifft an den Unis selbst diejenigen, die nicht in den Geisteswissenschaften sind. Also wir haben mal eine Veranstaltung gemacht zu Cancel Culture an der Universität und danach haben mir Kollegen aus den Naturwissenschaften gesagt, sie würden das sehr, sehr gefährlich finden, weil sie hätten überhaupt nicht verstanden, um was es ging. Allein die Sprache sei schon so abgedreht gewesen, dass man nicht mehr gewusst hätte, worüber wird eigentlich gesprochen. Und dann habe ich gesagt, das ist System. Es soll auch gar nicht verstanden werden, worüber gesprochen wird. Man möchte sich als Gralshüter des Wahren und Richtigen
präsentieren und dafür sollen die anderen gar nicht verstehen. Sonst könnten die ja mitreden. Aber so sind sie völlig vor den Kopf gestoßen, sind eingeschüchtert, die sollen ja eingeschüchtert sein und halten den Mund. Und das ist schon das, was erwartet wird, dass alle den Mund halten und nur noch wenige reden. Hm. Nochmal zu Ihrer Wissenschaft. Haben Sie Verständnis dafür, dass ein Völkerkundemuseum umbenannt wird? In München ist das geschehen, das heißt jetzt Museum 5 Kontinente. Aber es geht ja nicht um Geologie, also es geht eigentlich gar nicht um die Kontinente. Nein, es geht nicht um die Kontinente. Also die Museen sind sozusagen der Vorreiter da von diesen Spielen, ja. Ja, eine Frage vielleicht noch zum Schluss. Sie sind Mitglied im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Das passt ja gut zur Verarbeitung der Fehlentwicklungen, über die wir beispielhaft geredet haben. Was macht denn dieses Netzwerk? Wer kann da Mitglied werden? Worum geht's da? Da können alle Wissenschaftler Mitglied werden, die promoviert sind. Mhm. Und in irgendeiner Weise wissenschaftlich arbeiten. Also jetzt nicht jemand, der mal irgendwann promoviert hat, aber schon seit 20 Jahren lang kein wissenschaftliches Buch mehr angeschaut hat oder nichts publiziert hat. Also wissenschaftliche Tätigkeit gehört dazu. Und die Mehrheit sind Professoren und das liegt auch auf der Hand, weil das Netzwerk, wie könnte es anders sein, gilt als rechtes Netzwerk, obwohl unsere Mitglieder alle möglichen politischen Richtungen vertreten und wir sozusagen eine Ein-Punkt-Organisation sind. Uns geht es tatsächlich nur um eins, um die Wissenschaftsfreiheit, nicht um Politik und nicht um wissenschaftliche Positionierung, um Theorien. Wir haben sehr, sehr große Unterschiede von wirklich radikal-liberalen bis zu denjenigen, die sagen, aber hier habe ich jetzt persönlich, gehe ich nicht mehr mit. Also darüber diskutieren wir auch. Was unser Auftrag ist, der selbstgegebene Auftrag, wir wollen aufklären darüber, dass es tatsächlich Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit gibt. Das wird ja aus Woken-Kreisen immer wieder in Zweifel gezogen. Da heißt es, nö, das gibt es überhaupt nicht. Und wir sammeln Fälle, die an uns herangetragen werden, mit der Bitte, dass wir uns in irgendeiner Weise einmischen. Die meisten Fälle werden nicht an uns herangetragen, beziehungsweise werden an uns herangetragen mit der Bitte, dass wir sie nicht veröffentlichen. Weil es sein kann oder häufig auch ist, dass das Bekanntwerden eines Falles noch mehr Druck erzeugt auf diejenigen, die betroffen sind. Aber in einigen Fällen wenden wir uns an die Hochschulleitung oder wir wenden uns an die Presse oder wir dokumentieren das. Und jetzt haben wir gerade einen Preis verliehen für die Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit an den ehemaligen langjährigen Leiter des Deutschen Hochschulverbandes, Bernhard Kempen, der sich wirklich in beispielhafter Weise für die Wissenschaftsfreiheit immer eingesetzt hat. Viele Entwicklungen schon immer kritisiert hat, wenn sie gerade erst anfingen. Und also solche Aktivitäten unternehmen wir. Also alle ehrenamtlich. Dort finden Sie Verbündete. Ja, und das ist ganz toll. Es ist ganz toll, dass man weiß, da sind einfach Leute, die verstehen einen. Jemand wird gemobbt. Wir haben auch ganz Fälle gehabt, die so gerade im Beginnen waren. Ja, da kommt dann ein Kollege und sagt, ich werde gerade angefeindet in meinem Seminar, was soll ich denn machen? Und dann haben wir auch schon das über ein ganzes Semester in einer kleinen Gruppe begleitet und Ratschläge gegeben und so weiter. Mhm. Also einfach auch so eine solidarische Unterstützung. Wenn Probleme auftreten, wächst das Rettende auch. Im Sinne von freiem Denken, Aufklärung und dem Fortschritt der Wissenschaft. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch, Susanne Schröter. Dankeschön.